Ja. Das weiß ich, wenn's. Mein Sohn. Süßer Junge, lassen Sie ihn. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Oh. Tut mir leid. Oh, du hast aber auch nicht gerade das beste Gesicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mal an. Komm mal. Ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Tab 40 Tales. Ich bin immer der, der ein bisschen so in die Story eintaucht. Also tut mir leid, Leute. Wenn ihr die 10 Minuten kürzeren Folgen sehen sollt, guckt auf Frankies Video. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Oh, da gab es wohl noch Beziehungsstress. Oh, das ist die Dame, glaube ich. Ich bin ja, sehr berührt. Ja, ich auch. Wie ihr seht, läuft das Video viel flüssiger. Ich habe mit ein bisschen den Einstellungen getweakt. Oh, wollen wir Schach spielen? Es gibt aber nur zwei Figuren. Ich nehme eine schwarze. Gerne. Ich möchte jetzt endlich einen Anzug haben. Verdammt. Ich hab ja nichts gegen Lederjacken. Mach dich mal nicht so breit, du brauchst schon wieder so viel Platz. Okay, Leute, alle mal zuhören. Ja? Vor 13 Tagen haben Agent Ellie Langford und ihr Team einen wilden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wirkt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Oh, das Ellie würde ich auch gerne retten. Also, ich bin ja immerhin mit ihr zusammen, ne? Wow, Hyperspace. Ey, cooles Schiff. Coole Reflexion. Wow. Okay. Hier geht's durch, glaube ich. Gehe ich richtig? Ich glaube, nach rechts ging auch noch ein Gang. Oh. Du wolltest. Oh Gott. Ja. Bist du auch in der Sequenz? Ja. Siehst du mich? Ja. Haha. 15 Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rose, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. Die Schock in 5, 4, 3, 2, 1. Dieses Mond ist es. Ein Mond. Das ist ein Rest davon. Wow. Das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Bark? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Bringen Sie uns raus! Am Einsteig vorbereiten! Geht nicht! Ja, scheiße. Ich hab keinen Helm. Ich hab keinen Helm! Der Commander gibt noch getötete Befehle. Ah, ich häng an deinem Hintern. Ich hab kein Helm. Erstmal Plasma-Cutter. Hier! Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm! Wo finde ich einen EBA-Anzug? Komm! Da runter! Jetzt übernimmt erstmal der Boss hier die Leitung. Ich gönne dir keinen Anzug. Ich stolpe erstmal nach vorne. Wow! Gravitation offline. Ja, flieg weg. Gravitation offline. Au! Ich hab nur Pizza, fällt mir gerade mal auf. Ah. Ich hab kaum noch Leben. Oh Gott, Mine. Ich hab noch einen Lebenspunkt.
Ich kann die Kamera nicht nach vorne machen. Oh mein Gott! Bist du mein Leben? Ja. Autsch. Gerade so geschafft, Leute. Ja, also. Ah, ja, ja, rein da. Come on. Ich hab mir das Ding eigentlich anders, hab ich noch nie gesehen. Hä? Ist er gerade durchs Kopfende rein? Achso, dachte schon. What the fuck? Ich würde die Maske zumachen, Meister. Oh, ich hab wieder volles Leben, ist schön. Bam! Ah, nein! Mein Helm! Geil. Ich hol ihn dir. Da! Wow, plötzlich ist alles still. Oh, geil, da unten ist so eine Kiste. Ammo. Und ich habe gelernt, Ammo ist universell in diesem Spiel. Okay, ich kann den Raum sehen. Da leuchtet was blau, das ist bestimmt was Wichtiges, oder? Weil ich die Halterung gelöscht habe, werden wir von muss mal kurz B drücken, weil ich sonst nichts erblicke. Hä? Das Blaue ist was zu bedeuten oder nicht? Das muss auf jeden Fall nach oben geschoben werden wegen dem Pfeil. Ach, Chinese, Mann. So, da habe ich's doch. Ah, und das auch noch nach links dann oder was? Und dann habe ich was geschafft? Ah! Ja. Aufschießen hilft nicht. Drücken? Activate! Aktiviert. Sie lässt sich nie wieder was anfassen. Gerade das einzige Überlebende geschafft. Ist natürlich. Ja, nee, ist klar. Wow, wow, wow. Oh, Minen. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann aus der Reihe. Minen. Oh. Warum? Warum? So viel zu, du bist hier der Boss. Ja, das Schiff habe ich ja wohl mal gerettet, wie du gesehen hast. Du hast den Weg blockiert mal wieder. Ich sehe dich gar nicht. Ich kann sie fast erreichen. Ja, du bist hinter mir. Ich sehe dich ab und zu in meinen. Wir fliegen! Ja. Your partner has died. Ja, das wird jetzt ein Durchsterben anscheinend. Ob das auf leichterem Schwierigkeitsgrad auch leichter ist? Stimmt. Ob, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, man darf ja nichts berühren. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern können wir vielleicht irgendwie den Bildausschnitt drehen? Also, wenn wir beide ganz links fliegen oder so? Nein! Was soll das, Alter? Mann! Ach, man kann schießen! Schieß die Minen ab! Ja, okay, gut zu wissen. Ja, es hat mir das Tutorial gerade gesagt. Ja, du hast immer noch irgendwelche Tutorials eingelernt, okay. Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ja gut, das macht's viel einfacher. Ich kann sie fast erreichen! Nur Minen! Erinnert ein bisschen an dieses Spiel für die PS Vita. Weißt du, was ich meine? Nicht wirklich. Oh. Oh, ich bin runter durch! Yay! Durch die Mitte! Wo sind Sie? Ich komme! Sie durch. Geil, dass er Auto-Aim hat, also man muss nichts machen. Oh, oh Mann, Alter. Wo kam das Ding denn her? Oh, war da ein fairer Checkpoint? Bitte, bitte. Nein. Aber jetzt mach ich erstmal Full-Sprint hier. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Minen! Minen! Ich gebe jetzt einen Scheiß auf alles. Ich flieg jetzt einfach noch durch. Hey, die Taktik funktioniert. Yes! Wieder drunter durch! Woohoo! Isaac! Wo sind Sie? Ich komm! Was? Mann, immer diese Hänger! Ja, manchmal merkt man gar nicht, wo was überhaupt war am Ende. Einmal ist man tot. Ja. So. Ich hab das hier alles voll entspannt gelöst. Ja. Meine Richtung. Ich kann sie Mann! Schieß doch nicht ab, wenn ich schon drin bin! Minen. Wow. Ich glaube, wir wechseln uns hier mit Sternen. Ach man. What that sound? Stand dick in meinem Tool. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Ach Mann. Wow. Oh, ich schieße ich auch wieder mit. Haben wir unbegrenzt Ammo? Ich hoffe es doch mal. Ich kann sie fast erreichen. Oh. Wow. Minen. Minen. Danach schieß weiter. Und dann einfach nur durchmoschen. Hat er zum Glück Auto-Aim. Und wieder drunter durch. Ich fliege mal durch, mitten drin durch. Ja, ich bin doch hier, Herrgott. Oh. Wow.
Vielleicht sollte man doch nicht einfach nur durchmoschen. Wo muss ich? Ich weiß es nicht. Oh. Wien. Tschüss, tschüss. Ich habe keine Muni mehr. Ich schon. Oh Gott. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drum rumsteuern, dann brechen sie eben durch. Oh nein. Kann ich blöd? Ich weiß nicht. Hä? Okay. Ich hab's! Bringen Sie es unter Kontrolle! Ich bin auf vollem Schub! Genau, ich bin unter Kontrolle. Okay. Okay. Ich hab einen coolen Anzug. Himmel. Das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachter. Du hängst da noch dran. Ja, glauben Sie, es ist Flucht an Bord. Das. Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Erstmal nachladen. Objective added. Ja, ich hatte noch das MG dabei, fällt mir gerade auch sehr viel einfacher gewesen. Ja, Airmeter, noch 200 Tacken drauf sozusagen. Ist ja schön, dass wenigstens einer es mit uns geschafft hat. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Wer hat denn das Ding, muss ich mitnehmen für irgendwas? Achtung, geh mal weg da. Ich hab da schon eine Lösung fürs Problem. Ich weiß nicht mal, wo Telekinese ist, ehrlich gesagt. Weg! Oh. Wo ist denn Telekinese? F. Ja, bei F passiert irgendwie nichts. Ah, jetzt. Ja, guck mal hier, wenn der Master auf Disaster ja, rangeht. Ja, einfach mit Telekinese öffnen hier. Ich weiß ja nicht, was du da machst. Ich hab's geöffnet. Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Wow, ich hab jetzt geile... Nee, meine Augen sehen hässlich aus. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Oh. Irgendwer hat Ammo da gelassen, das ist natürlich echt sozial. Ammo heißt nichts Gutes. Natürlich, Ammo heißt irgendwann ist so nett, dass er uns hier was da lässt. Hier hinten. Kann ich mal bitte. Heavy Standard Frame. Eigentlich. Ich hatte gerade Standrohr gesagt. Ey, das kann ich wegnehmen. Ah, ich wollte die Kiste kaputt machen. Mann. Ich will die Kiste haben. Hat bestimmt was damit auf sich, dass man hier diese Dinger machen kann. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Ich glaube, unsere Kollegin geht. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Ich glaube, deine Kollegin ist. Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Meine Kollegin. Huh, du bist gerade vor mich gebackt. Awkward. Partners waiting at the door. Da müssen wir beide ran, oder was? Dreh mal. Wird's noch was? Lass mich mal probieren. Awkward. Hey! Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten. Ich sehe ja, nee. Du bleibst jetzt hier, oder was? Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Ja, der beschützt sie halt. Mir doch egal. Ey, du sollst sie beschützen, du Heinz. Hä, ich soll zurückbleiben oder was? Ja, du hast mir gerade gesagt, du bleibst zurück und beschützt sie und ich geh vor. Mein Gott. Überall Särge. Ja, geil. Ich hab Angst. Die Exekution. Redest du auch gerade mit mir? Wie kommen Sie darauf? Die Blutflecken an der Wand sind in Kopfhöhe. Kein gutes. Entschuldigung. Also. Ich bin halt gerade am Türen öffnen. Hä, ich soll jetzt hier einfach chillen oder was, hä? Krieg die Tür nicht auf. Na, du hast gerade mir gesagt, du beschützt die Kollegin da. Und dann hab ich gesagt, ja scheiße, dann erübrige ich mich. Problem, ich krieg die Tür nicht auf. Du hast mein Papa ran. Du bist eigentlich nur... Ach, deshalb ging's. So. Kommst du halt mit, wir lassen die Kollegin einfach zurück. Hier hinten ist so ein, wie heißt ein Dinger? Kommando, Knoten, keine Ahnung. Inventar. Ich mach uns mal dieses Ding an. Was hältst du denn davon? Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es ich hab uns eine Bench angemacht.
Oh yeah. Oh, man kann... Das haben wir schön gemacht. Ah! Mann! Eine Bank? So. Mit all den drei, die herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Heavy Standard Frame. Okay. Ah, jetzt sagt er mir alles, was ich freigeschaltet habe. Ist ja schön. Welcome to Bench. Blueprint. Weapon Upgrade. Craft Items und Safe. Oh, oh, das ist ja schön. Every Weapon has an Aperture. Okay, jetzt ist hier das Tutorial, wie man die Waffen aufwertet, was ja neu ist in diesem Teil. Okay. Achso, man kann sich aussuchen, was man aufbessern möchte, ist natürlich sinnvoll. Und jetzt kann ich, jetzt darf ich selbst was machen, kann ich was Neues bauen. Oh, was ist das denn? Nee, die möchte ich nicht bauen. Ach, man baut verschiedene Aufsätze, ist ja... Nein, ich möchte zurück, ich möchte... Weapon Crafting, Weapon Upgrades, Craft Items, oh mein Gott, ich bin überfordert mit der Komplexität dieses... Aber was habe ich denn in meinem Inventor? Ich habe die tollen Waffen freigeschaltet. Ich möchte es haben. Anstatt dieses Gerätes. Ach, man hat nur zwei Inventarslots. Trotzdem ist natürlich unangenehm. Was machst du eigentlich gerade? Nicht, dass wir beide was Langweiliges machen. Ich bastel auch gerade rum, ehrlich gesagt. So. Ach, man könnte ein Heavy Standard Frame. Man muss erstmal durchsehen können. Das ist ein bisschen. Also kann man Tesla Core raufsetzen. Und jetzt muss ich noch was vorne ranbauen. Okay. Okay, ich kann. Oh, ich kann Tool craften. Und was kann ich. Oh, man kann so viel machen. Das. Also, sich da was Schönes zusammenzubauen, wird bestimmt. Oh mein Gott, das wird. Ich habe gerade irgendeine merkwürdige Waffe gebaut, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ziel erfüllt? Okay. Achso, ich habe meine Waffe jetzt fertig gemacht. War das das Ziel? Ich will aber dieses SMG aufwerten. Gibt kein Lower Tool. Kann ich Circuits aufwerten? Nope. Ja, ich würde sagen, ich belasse es dabei, weil wir können euch ja nicht hier nur zugucken lassen. Ich habe mir einfach meine Waffe in Blau nochmal geholt. Ich gucke die mal aus. Oh, yeah. Okay. That's the spirit. Hier geht eine Tür auf, gell? Da müssen wir durch. Aber du willst erstmal nach oben, dann sage ich... Gut, ja, hier sind irgendwelche Kisten. Vielleicht so was Tolles drin, Baupläne. Oder irgendwelche... Keine Ahnung, Munition. Könntest du einen Schritt zu weit gehen? Natürlich. Ah, jetzt nervt Bär rum, weil ich jetzt ihn ja verlassen habe für... Dead Space. Hast du eigentlich eine Zeit mitlaufen? Nope. Muss Interesse haben. Ist natürlich interessant. Ja. Nope. Ach, in Progress. Ich habe voll Progress gelesen. Ja, was könnte schon. Ich versuch's nochmal. Drehst auch in die richtige Richtung? Da sind Pfeiler, die Richtung angeben. Ja, wie kann ich die Richtung überhaupt... Ach, muss einfach nur F drücken. Nee, eigentlich nicht. Ich muss einfach nur nochmal F drücken. Du musst die Maus in dem... in die Richtung bewegen. Siehst du's? Lass mich mal ran hier. Siehst du, geht doch. Ich hab hier gedreht. Ja, ich meine ja auch, dass du's kannst. Wow! Was? Das Geräusch! Oh mein Gott. Eine neue Waffe. Action. Oh, die muss man nachladen. Nochmal nachladen. Alex, es ist tot. Ich mach mir erstmal ein bisschen. Verdammte. What the Leute, wir stecken in der Scheiße. Was? Was denn? Was ist los? Das MG ist doch nicht so geil. Was?
Niemand hätte so lange da draußen überlebt. Oh yeah. Somatische Gel. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken Sie ihn auf die Pelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? God of the limbs. Haben Sie das verstanden? Ja. Okay, okay. Okay, wollen wir weiter? Natürlich. Ich höre was, ich sehe nichts. Wo ist es? Wo ist es? Ach, da oben an den Decken. Gut so. Ja, der da hinten ist nicht mehr an der Decke. Oh, der ist auch nicht mehr hinten. Also die sind SMGs verdammt schnell, aber die 20 Schuss. Irgendwas höre ich hier noch. Geh kaputt! Da auf der anderen Seite. Also das Spiel hat etwas mehr Action-Part, habe ich das Gefühl, als die ersten beiden Teile. Ich wechsle mal kurz auf den Plasma-Cutter. Der scheint mir jetzt doch sinnvoller. Oh, hallo. Lass mich an den Scuff. Ein bisschen Scuff-Gel machen. Hier ist ein Textlog oder irgendwas. Diesmal nimmst du es mir nicht weg. Artefakt. So, was sagt uns denn dieses Artefakt? Ja, Leute, ihr könnt es ja lesen, wenn ihr es wollt. Ich würde sagen, machen weiter. Ach, das ist eine heroische Rede des Captains, der sagt, danke, dass ihr alle mitgeholfen habt. Und, ja. Ach, mein Gott. Ich sag jetzt, da, an den Decken. Ja, ich dachte, wenn man da drauf schießt, hat man gleich alles. Die haben einen Panzer, Alter. Oh, nice. Weißt ja, wenn man nichts bekommt als Loot, einfach nochmal draufstampfen. Das ist im echten Leben genauso. Wenn es dadurch geht, will ich erst hier... Ah, da hinten ist doch was. Oh, hier ist auch was. Ja, ein Upgrade-Circuit. Das sind ja sozusagen die neuen Power-Nots. What the fuck? Hinter dir. Okay. Oh, jetzt kann ich meine Waffe auch aufwerten mit tollen... Was habe ich eingesammelt? Ich glaube Feuer-Damage. Ich möchte fürs Protokoll festhalten, dass mein Helm doof aussieht. Oh. Munition aus. Ja, das glaube ich gern. Halten Sie sie noch etwas auf. Yay. Press Alt. Woohoo. Ich wollte noch mal. Genau. Geht bestimmt nicht gleich an der Ventilator oder so. Ach, die kleinen gibt's auch wieder. Sie sehen aus wie upgraded Zerglings aus StarCraft. Schon. Jetzt haben sie ein Range Upgrade bekommen, mein Gott, sie sind okay. Okay, hey. Ich nehme den unteren und den links. Links ist gut, ich sehe da keinen. Ah, da unten. Das ist unten, ja, wie du richtig erkannt hast. Der andere ist aber rechts. Ja, kann ich was dafür, dass wir hier im Weltall sind und in Richtung. Ah! Ah, du solltest. Auf dich ist kein Verlass. Geräusch, wenn man einem vorbeifliegt, ist leicht dick. Was ist denn ein Transcoder, das ich die ganze Zeit einsammle? Da ist Somatic Gel. Ah, Stasis Recharge brauche ich gerade nicht, weil mir geht es noch hervorragend. Lass mal den Boss vor. Der Boss nimmt sich erstmal alle Ammo. Und ein neues Textlog. Ich schaue es kurz an, damit ihr das seht. Bei mir lag da jetzt zum Beispiel kein Textlog, okay? Ah, also die... Irgendwie ist ihnen aufgefallen, dass die Tiere etwas aggressiv werden. Tiere? Und ja, die, er hat von Hunden geredet. Und ich glaube, diese Hunde haben wir gerade kennengelernt.
sind Sie da? Ja. Eins, zwei oder drei. Ja, ich bin hier. Letzte Chance. Das sollte Sie erstmal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Objective added, das schauen wir uns noch mal kurz an. Restore Power, ja, das hätte ich mir jetzt auch denken können. Da ich hier der Ingenieur von uns beiden bin, ich das mal. Aha. Geh mal. Soll aber hier hingehen. Ich denke, wir müssen wieder irgendwo. Ah, hier haben wir irgendwie Pfeile. Okay. Noch einmal nur die Circuits verbinden. Ah, du, ich muss es runterdrücken und du musst es drehen. Ach so, okay. Nee, wie drehen? Komm mal her, zu mir. Ich kann auch von hier. Okay, jetzt drück's runter von da hinten. Ist bestimmt nah und sicher. Okay, Nummer 1. Glück nicht, dass hier irgendwas macht die Geräusche. Yep. Und die. Ah, über uns! Oh. Auf die Eingeweide! Oh mein Gott! Ich soll. Ich glaube, ich hab's zerlegt. Ah, ich muss meschen. Nein, ich hab die aufgehoben. Schieß, Kämpfe! Oh mein Gott! Wow! Ich muss noch. Oh, ich hab noch ein Leben zwei. Keine Kopfmann. Okay. Oh. Das Hundert hier ist tot. Ich finde die Viecher, wenn sie sich versetzen, viel heftiger. Okay. Okay. Du okay. Medkit einschlagen. Just saying. Ja, ich habe meine Medkits alle verbraucht, weil ich gerade so eine Art Tank war. bitte, ich habe dich auch gehoben. Machst du mal drehen? Moment. Was für. Ach, da unten. Oh. Ja, das sehe ich nicht von da, wo ich war. Gib mir Power! Oh, diesmal tank ich aber nicht. Natürlich. Wir könnten sie auch einfach mal alle töten, bevor sie bei uns sind. Ich sehe ja nichts kommen. Okay. Geil auch, dass wir uns den letzten für ganz hinten aufgehoben haben. Was zum Einsammeln. Also ein Medikit würde ich ja noch ganz gut finden. Warte, wie viel habe ich denn noch? Kannst ich ja mal einen rauswerfen. 3, 4, 5. Schmeiß noch einen raus. Nein. Okay. Ah, ich kann es dir sogar geben. Soll ich es dir geben, Alex? Ja, gib mir. Gib's mir. Ich hab E gedrückt. Passiert was? Ich hab ein Objekt von einem Koop-Partner erhalten. Hier. So viel. Ich bin der Heiler. Du bist der Tank. Ich bin der Heiler. Okay. Ich hab jetzt fast volles Leben. Hast du runtergedrückt? Perfekt. Ich bin der Heiler. Schönes Lied. Wie das wohl in der Singleplayer-Kampagne geht? Ja, nee. Da rechts. Axttype. Oh nein, die Axttype machen dieses. Die will ich aufspalten. Rechts und noch einer. Danach. Oh ja, Stase. Nachladen. Hab ihn auch gestarst. Gestarst. Okay. Ich glaube, das war's. Ab zu dem Kontrollschalter. So, Ingenieur Clark zum Einsatz. Ich hab jetzt Clark. Ach, du musst mithelfen, sonst geht das nicht. Oh yeah. Das lockt die bestimmt nicht an, oder? Hier ist gerade so ein Zergling rumgehüpft. Der Übergang hat ah, da. Ich guck. Ich hab eine fixe Kamera auf den Generator. Just saying. Ich nicht. Na schön. Ach so. Wow! Kann ich mal ein bisschen Backup geben? Musst du irgendwas machen? Ich habe jetzt nicht zugehört. Im blauen Punkt folgen ist immer gut. Hier ist doch bestimmt ein Medkit drin. Eher nicht. Ich eine Kiste. Ja, komm mal. Ist da bestimmt nichts drin, oder? Mal angelegt. Bearbeitung. In progress heißt das, Mann. Wieso hast du überhaupt auf Englisch? Ich weiß es nicht, ich hab's auf Deutsch gekauft. Ja, ich auch.
Und meins ist auch deutsch. Schicker Fahrstuhl. Ja, also ich bin... Also ein bisschen Farbe drauf und das Ding ist wie neu. Ah, ich mag den alten Retro. Wie heißt das Look? Es gibt ja einen Retro-Mode, genau, der soll angeblich an den ersten Teil angelehnt sein mehr. Ich bin sehr gespannt. Den kann man aber erst spielen, wenn man sich einmal durchgekämpft hat. Oh, die Kämpfer. Ja. Oh. Warum hast du dich jetzt erschrocken? Egal. Ich dachte, die sind böse. Ellie! Wow! Alter! Captain! Ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzt. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Der Sack hat meine Ex geknutscht. Kann ich ihn nachträglich noch abschießen? Ich habe das Gefühl, er wird im Verlauf der Kampagne eh noch sterben. Niemanden schert ihr Liebesleben, Marker Boy. Alter! Der Typ spricht mir aus der Seele. Ja, verschwende deine Plasma-Kern. Jede Kugel auf dich ist nicht verschwendet. Aber ich glaube, an dieser Stelle wäre erstmal ein perfekter... Ich gehe mal kurz aus dem Menü, damit ihr Frankie in voller Pracht sehen könnt. Diese Stelle ist perfekt für einen Stopp. Danke fürs Zuschauen. Welcome to the LPGC. Yo. Und tschüss. Auf Wiedersehen, Leute.